Hola Leute und willkommen zu... oh Gott, ich bin wirklich mega nervös, ich bin sehr nervös. Es ist schon sehr spät hier abends, ich glaube ihr seht es ein bisschen am Licht hier. Aber ich war in der Arbeit den ganzen Tag, dann von dort aus direkt ins Kino. Friedhof der Kuscheltiere angeschaut mit Freunden und jetzt erst heim. Es ist 11:30, also wieder perfekte Uhrzeit, ich habe mein Leben im Griff. Und jetzt kann ich endlich den Joker-Trailer anschauen. Ich wusste schon, dass er draußen ist, aber ich konnte den nicht anschauen, weil ich eine Reaction mit euch machen will. Jetzt können wir ihn anschauen. Ich will jetzt hier auch gar nicht wirklich, kein Gelaber hier. 3, 2, 1, die Aufnahmen gehen. 3, 2, 1, ab dafür. Fuck, Arthur, bin ich hyped. Ich bin nervös. Does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. Auf Englisch natürlich, weil ich will Joaquin Phoenix hören. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Stop them! Die wüssten, ne? Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile. Ich hab so Bock, ey, ganz ehrlich. Breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile. Gosh. To your fear and sorrow, smile. Oh, Joaquin Phoenix. Wow. Das ist ja creepy, Jungs. Creepy. Ich komme gerade aus dem Horrorfilm, jetzt kriege ich hier noch einen Horror-Trailer. Freak! Alter, hier wird sie alle killen. Alle. Ich muss ein bisschen reden wegen der Musik, es ist wunderschön. What kind of coward? Something that cold-blooded. Someone who hides behind a mask. Ah, da hat man die behind the scenes von gesehen, ne? Von dieser U-Bahn-Szene. Oh Gott. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Wow, geiler, sehr guter Text. Also, gut geschrieben. You just smile. Ah. Oktober, mein Geburtstagsmonat. Also, perfekter Trailer. Perfekter Trailer. Was mich wieder ein bisschen ängstlich macht, ne, weil sobald perfekte DC-Trailer rauskommen, sind die Filme einfach dann nicht mehr so geil. Aber ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich war schon von Anfang an sold, einfach von dem Moment an, wo das erste Bild rauskam, fand ich schon super. Wenn wir hier mal den Trailer durchgehen, ich finde, der sieht so, da sind so tolle Aufnahmen dabei. Ich liebe das Make-up. Ich dachte, es wird sehr Dark Knight-mäßig so, ja, so sehr unkreativ, einfach so, wie wir es schon kennen aus The Dark Knight. Es wirkt hier ganz anders als in den Fotos und Behind the Scenes, die wir gesehen haben. Ich liebe die Szenen, wo er so grinst einfach. Man sieht wirklich, wie er irgendwie gar nicht glücklich ist, aber er forciert es einfach. Er forciert das Grinsen in sich rein und weiß nicht, der ist auch wirklich, ich weiß nicht, von der Gesellschaft ausgeschlossen und entwickelt sich so nach und nach zum absoluten Psycho. Das ist sehr geil, das sieht cool, erzählt aus, anders, kein Mainstream-Kack, wirklich ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist jetzt wirklich mal Kunst so, mit einem, es ist jetzt kein klassischer Superheldenfilm, aber es ist ein Comicfilm und es wird mal wieder Zeit für wirklich so Kunst, wirklich, ich meine, Filme sind Kunst, ja, aber ich meine, gute Kunst, okay? Ich habe mir übrigens ein bisschen was rausgeschrieben, ja, nur so ein paar Facts, weil ich nochmal geschaut habe, wer ist da dabei, wer ist hinter der Kamera. Todd Phillips ist der Regisseur und der Drehbuchautor, den kennen wir aus Hangover.
jetzt vielleicht kein Qualitätsbonus, Starsky & Hutch, mein Guilty Pleasure-Film, also Komödien macht er eher. Und geht jetzt hier an Joker ran. Ist er Produzent von A Star Is Born gewesen, was ja wieder ganz cool ist. Aber vielleicht, ich meine, ne, um ein bisschen sich da reinzusetzen, ich will jetzt ein bisschen hier so rein, ein bisschen hinter die Kulissen blicken halt. Ich glaube, so ein Regisseur, wenn du da einmal in Hollywood drin bist mit einem und ein Franchise eröffnen kannst wie Hangover, was so erfolgreich ist, dann machst du das eine Zeit lang mit. Und vielleicht ist das jetzt der Film, wo er mal wirklich zeigt, was er wirklich kann. Wäre ein schöner Moment, das zu beweisen. Und er spielt Poker, habe ich mir auch aufgeschrieben. Keine Ahnung, was. Ich glaube, das fand ich ganz witzig, weil Karten und Poker, egal, Joker und Karten, naja, es ist spät, Leute. Scott Silver ist Drehbuchautor, sehr guter Typ, also er ist noch mit Drehbuchautor. The Fighter, 8 Mile, Stronger, The Fighter, kennt ihr vielleicht, richtig gut. Und, okay, Joaquin Phoenix, das ist der Mann, der diesen Film verkaufen soll. Und ich finde, das tut er. Wenn ihr Gladiator noch nicht gesehen habt mit ihm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, und Inherent Vice war letztens, was habe ich hier, Her, habe ich noch aufgeschrieben. Das ist ein überragender Schauspieler. Und allein, dass so jemand bei so einem Film mitmacht, ist schon mal ein guter, ja, ist schon mal ein gutes Zeichen einfach. Und ich habe Bock drauf, ey. Das sind auch wenige Leute im Boot, ne? Nur zwei Drehbuchautoren, einer davon ist der Regisseur. Wenige Leute, wenig Chaos, ein guter Trailer, Top-Schauspieler, absolut gehypt. Das sieht super aus, perfekt. Ich bin glücklich und werde jetzt schlafen gehen. Nee, ich werde das doch schneiden für euch. Und so schnell möglich hochladen, dann will ich schlafen gehen. Haut rein, bis dann. Gute Nacht für mich und guten Morgen für euch. Ciao.